nee. Oh, die Musik, die macht so glücklich. Ach ja, wenn man sie den ganzen Tag hört. Oh, Snickers Eiszeit. Hallo? Wir können das sogar... Nein. Ja, genau, wir können das sogar öffnen. Moment mal. Irgendwas kann mit dieser Küche hier ganz und gar nicht stimmen, glaube ich. Lass uns schnell hier weggehen. Paragraph 5721. Durch das Daumen hochgeben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zurück bei... willkommen mal das erste Mal. Bei einem Brett. Nicht mein Name ist Brett, sondern das Brot heißt Brett. Und da auf Englisch Brot Brett heißt, ist es alles toll. Und das war's dann auch mit dieser heutigen Englischstunde. Das ist ein neues, tolles, super cooles Spiel, was ich in meiner Freizeit spiele, wenn ich keine Hobbys habe. Es ist ein Spiel von den Machern von Surgeon Simulator, da wo man den Körper und sowas operieren muss. Und ich denke, ihr solltet ihr kennen, kennt eigentlich jeder. Und ja, ich dachte, denen war langweilig und dann haben sie wieder ein tolles Spiel erfunden. Und lass uns anfangen. Das Ziel ist es, das Ziel ist es, ein Toast zu werden. Also wir sind ein Brot und wir müssen es toasten. Ich muss mal den Sound ein bisschen lauter machen. Nice, das ist besser. Oh yeah, hier da unten ein Skateboard. Ich habe schon mal angespielt. Das war auf meinem zweiten Kanal. Oh, wir können sogar Skateboard fahren. Frag mich nicht, wie du das machst, Toasty, aber das machst du wirklich toll, Brady Liney. Und wir können uns auch an Wänden festkrallen. Sowas ist alles so toll. Das kann man gar nicht glauben, das ist komisch. Ja, das ist es. Oh mein Gott. Boah, ich bin ja richtiges Tourtalent, wenn es um Singen geht. Wow, holy moly, growly, shitty moly, growly, moly, doly, doly. Ja, ich frag mich nicht, wie das möglich ist. Es ist einfach möglich. Oh, shit. Nein. Nein. Was ist los? Wieso verliere ich Ability? Was ist das? Was soll das da sein? Das ist ein Würmer. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, das wäre Salz oder sowas am Anfang. Schnell hoch. Keine Sorge, Toasty, wir bringen dich hier weg. Ich habe es ja schon mal gespielt. Ich habe die erste Runde, naja, geschafft, nicht unbedingt. Also schon irgendwie schon geschafft, aber er hat es anscheinend nicht gesehen als geschafft. Und ich spiele das Ganze auf dem PC mit dem Controller. Ist einfach einfacher, finde ich. Ah, verdammt, ich habe keine Grip mehr. Festhalten können wir uns natürlich auch nicht die ganze Zeit. Das geht nicht. Also wir müssen irgendwann loslassen. Genauso wie wir von der Liebe unseres Lebens. Ja, 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 Danny weiß Bescheid. Nein! Toasty, keine Sorge, ich rette dich. Oh, schnell, rette dich. Geh nach oben, wir glauben an dich, Toasty. Ich meine, Brady. Oh, Brady, du bist der Beste. Holy Growly. Oh, du Scheiße, ist der gut, ne? Mann, ich wünsche, ich hätte so ein Brot wie ihm bei mir zu Hause. Ich muss sagen, immer wenn ich einkaufen gehe, werden die Sachen immer so richtig schlecht, Alter. Die werden immer schlecht und ich muss sie nach ein paar Tagen wegschmeißen, voll im Brot. Was mache ich bei Brot falsch? Ich mach's zu, sodass nicht so viel Sauerstoff reinkommt. Nein, Brady, nicht anfassen. Das ist Wasser, das ist nicht gut. Nein, Brady, bitte lass... Oh, lass los. Ability, nur noch 10%. Ich hab das doch niemals. Oh nein. Also wenn oben links diese Ability weggeht, dann haben wir verloren. Oh, ich finde die Knöpfe nie. Mann, Mann, Mann. So nice. Na, ah, Brady. Brady ist meine Hausfliege. Den lernt ihr auch noch kennen. Dauert. Oh, man, Brady. Mama mia, Brady. Boah, was zum Teufel. Oh. Okay, Leute. Wir müssen ein Toast werden. Das ist unser Ziel, damit unser Traum erfüllt wird. Ihr glaubt gar nicht, wie wichtig mir das ist. Ah ja, das ist so wichtig, als ich damals Frederico operiert habe. Ich weiß nicht, wer das Video noch kennt, es war toll. Und wie wir das Skateboard steuern, wie du das tust, Brady, ich habe keine Ahnung. Ist logisch, Brote können sowas. Okay, ich muss Ability behalten. Keine Sorge, wir bringen dich nach oben, du wirst ein Toast. Nein! Oh, mach doch einfach das, was ich dir sage, dann wirst du vielleicht doch ein Toast. Vielleicht muss ich dich da nicht anlügen. Ja, das ist richtig, genau. Nice. Oh nein! Ready? Alles, was ich zu dir jemals gesagt habe, es war nicht so gemeint. Ich nehme alles zurück. Du bist ein Totzi. Oh. Nein! Schnell! Nein! Ready! Geh hoch, Mann! Okay, wir müssen uns beeilen. Extrem schnell. Wir haben einfach nicht Zeit. Oben, genau in der Mitte oben, sieht man Grip. So lange können wir den Tisch anfassen. Diesen Scheiß-Tisch, endlich! Und diese Würmer, da sind so eklig. Wem zum Teufel. Oh, shit, sorry, Tasche. Ich liebe dich. Wem zum Teufel gehört diese Küche hier? Das verstehe ich nicht. Wer hat Würmer in seiner Küche? Das ist nicht meine Küche. Okay, wir müssen da rüber zu dem nächsten Schrank. Denn dort befindet sich nämlich was ganz Tolles. Oh, wir können das sogar umschmeißen. Stimmt. Die Physik in dem Game ist total realistisch. Genau wie das Brot und so. Alles total toll und alles realistisch. Hallo, jetzt wo ich es gesagt habe, musst du auch umfallen. Sonst ist das kein korrektes YouTube-Video. Ja, genau. Wackel. Oh. Du wackelst doch schon jetzt von um. Er will nicht. Er will nicht. Was zum Teufel? Ich mache keine Scherze mehr. Ah, warte kurz, bis ich Grip wieder habe. Dann bist du dran. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich stehe nicht auf Holz. Oh, yay. Das ist ein Spiel, ne? Das ist ein Spiel.
Wer den Turm zum Fallen bringt, hat verloren. Scheiße! Festhalten. Nice. Oh, die Musik, die macht so glücklich. Ach ja, wenn man sie den ganzen Tag hört. Oh, Snickers-Eiszeit. Hallo? Wir können das sogar... Nein. Ja, genau, wir können das sogar öffnen. Moment mal, irgendwas kann mit dieser Küche hier ganz und gar nicht stimmen, glaube ich. Lass uns schnell hier weggehen. Wir können sie übrigens so bewegen. Total simpel, total toll. Und jetzt, Ninja-Move. Oh, aufpassen. Oh, sorry. Ich hoffe, gleich kommt nicht die Mutter irgendwie rein und beschwert sich oder so. Okay, es gibt noch eine andere Methode, sich fort... Moment mal. Was ist das? Glasscherben. Ich hoffe, die gehen wieder ab, weil so will ich kein Brot essen. Nein, bitte halt dich, Mann. Oh, halt dich bitte fest. Ja, genau, das machst du toll. Wir sind alle stolz auf dich. Jetzt geh hoch. Nein. Es nervt mich so extrem. Ja, nice. Bleib jetzt oben, bitte. Oh, Ofen. Ich mache keine Scherze mehr. Bleib bloß da, wo du bist. Nein. Okay, okay, wir machen das anders. Lauf, schneller. Lauf, 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 lauf. Brady. Wir alle zählen auf dich. Oh, wir haben es geschafft. Mit 79 Ability eigentlich noch voll gut. Ja, das ist toll, wenn wir es schaffen. Hin oder her. Okay, Leute, wir sind da. Wir sind an unserem Ziel. Glaubt an mich. Okay, Brady. Du wirst dein Toast, was du schon immer mal sein wolltest. Geh da rein. Geh da rein, habe ich gesagt. Okay, einen Moment. So, das wird schon. Keine Sorge, Leute. Keine Sorge, du verschimmeltes Toast. Eigentlich ist total ernsthaft richtig verschimmelt. Ne, wer würde sowas essen? Voll, das sieht echt eklig. Ich habe so eine Ekel vor Schimmel. Ja, ich weiß, Menschen in Afrika können das auch noch essen. Aber ich schmeiße es dann doch lieber weg. Um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, so ist es richtig. Ja, erstmal die Button finden. Kann 2 Tage dauern. Brady, Mama Mia, komm schon, jetzt mach doch endlich. Ja, wir werden getoastet. Das ist toll. 50, 60, nein! Wir sind doch noch nicht mal fertig. Hallo? Geh, Toasty, geh wieder rein. Ich meine, Brady. Brad. So, jetzt reicht's mir. Brad ist ein richtiger Name. Finde ich voll toll. So sollte jeder sein eigenes Brot zu Hause nennen. Denn Brot haben es verdient, Namen zu bekommen. Das kann ich euch sagen. Ah, jetzt Toaste. Wie waren nochmal die Button, um das Toaster auszuschicken? L und R. Geh los! Geh los, Mann! Geh doch raus! Hallo! Ich bin doch schon getoastet! Oh Mann, er will nicht... Was? I'm not a toast, ist klar! Okay, letzter motherfucking Versuch. Es kann nicht sein, ich habe schon längst geschafft. Und dann... Oh, hier übrigens, man kann sich auch Grip verschaffen, indem man die Butter oder sowas... Oder man kann auch ein Marmeladenbrot werden, stimmt. Och Gottchen, es gibt hier so viel zu erzählen in diesem Game. Das ist alles so wichtig, was man erwähnen kann. Man kann sogar ein Marmeladenbrot werden, das ist toll, oder? Ja, auf jeden Fall. Holy shit, wie habe ich das gemacht? Ich glaube, ich bin ein richtiger Pro-Brotesser. Ja, also ihr wisst gar nicht, meine Brote sind echt richtig lecker. Also wer gerne ein Brot haben will, der kommt am besten zu mir. Vor allem damals, das mache ich nicht mehr, weil ich jetzt so mittlerweile ein bisschen auf meine Figur achte. Aber damals habe ich mir immer Brot mit Butter und Nutella gemacht. Ihr wisst gar nicht, wie lecker das schmeckt. Also wer nicht unbedingt auf seine Figur achtet oder wer so oder so richtig, richtig schlank ist. Ja, Hallöchen Würmer, es ist schön, euch wiederzusehen. Oder auch nicht. wer nicht so unbedingt auf seine Figur achtet, der kann auf jeden Fall ein bisschen, Wow, holy shit, nein! Fuck, geh hoch. Ja, wenn ich auf seine Figur achte, der kann auf jeden Fall ein bisschen Butter noch dazu machen zu seinem Nutella. Es schmeckt schön fettig und ist richtig lecker. Und das nervt mich gerade. Geh hoch. Hallo, geh. Ich mach... Letzter Versuch jetzt, ohne Scheiß, Alter. So, ich hab's ja schon geschafft. Aber ja, Brot mit Nutella und Butter. Also erstmal Butter drauf. So eine richtig fette Portion Butter. Mach ruhig, tau dich. Ist nicht so schlimm. Schmeckt bestimmt gut. Und, ach Mann, ich kann nicht meinen Satz zu Ende sprechen, weil ich mich hier aufrege. Ja, genau, das machst du toll. Wir sind alle stolz auf dich, Brody. Ja, dann essen wir dich alle. Das wird schön. Oder bald wirst du ein Toast. Du verschimmeltes kleines Stück Scheiße. Brot. Sorry, aber ist doch so. So, erstmal eine fette Portion Butter rein. Und dann auf jeden Fall ein bisschen Nutella. Okay, andersrum. Ein bisschen Butter und viel Nutella. So war das. Schmeckt sowas von gut. Und am besten mit Brötchen. Weil Brötchen... noch besser schmeckt, finde ich, das Brot. Übrigens haben wir eine Hundeschale. Hoffentlich kriegen wir nicht Besuch von einem Hund oder sowas. Würde mich aber auch wundern. Ich glaube, das soll einfach nur dienen dazu, um mir Angst zu machen. Weil Hunde könnten ja Brot essen. Obwohl essen Hunde Brot. Man, da sieht man mal, wie viel Ahnung ich für Hunden habe. Ihr habt doch bestimmt einen Hund oder nicht. Essen Hunde Brot? Also natürlich essen Hunde auch Brot bestimmt. Oder der eine... Ja, genau. Moment mal. Kann ich mich nicht eigentlich im Ofen brezeln, irgendwas... warm machen? Ich glaube, müsste eigentlich gehen, ne? Was? Na, Brady, Mama Mia, Picobella, Pistazie, wir haben nicht ewig Zeit.
Ah, come on, man, come on. Das kann nicht wahr sein. Brady, ich bitte dich. Brady, nicht jetzt, bitte. Oh Gott, nein. Fass doch den Boden nicht an. Du bist schon genug verschimmelt. Ah, das... Oh. It can't be true. It can't be true. Ja, nein. Ja, nein. Sieht so verdammt eklig aus. Kann ich mich eigentlich jetzt hier toasten? Geht das? Ja, kann eine Weile dauern, bis wir in den Ofen geschoben werden. Das wäre super geil. Was? Ich kann mich nicht im Ofen toasten. Da macht jemand diesen scheiß Ofen an. Alter, wir sind lebendes Brot. Wieso kann man nicht ein bisschen unlogisch denken? Ist doch so. Ah, jetzt komme ich nicht mehr raus. Shit. Oh, jetzt bin ich gefangen. Was ist das für eine komische Kameraperspektive? Komm her, Brady, wir gehen raus. Der Ofen ist keine gute... kein nichts Gutes für dich. Okay, wir müssen da lang. Ach, du Scheiße. Nein, bitte. Bitte rette dich, Brady, bitte. Brady, bitte. Bitte, nice. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Oh, wir haben nicht mehr so viel Grip. Bitte, Brady, bitte. Oh, nein, Brady, du hast mich enttäuscht. Shit. Okay, ich kenne wenigstens... Oh, Moment mal. Ich sehe ja extrem eklig aus. Ein Marmeladenstück missgeburtiges Brot mit Pilz. Ich bin... Also, wenn es um Pilz oder sowas geht, ich hab so die Ekel, Alter. So, jetzt aber. So, geh rein. Ja, wir werden getoastet. Wir wurden getoastet ein bisschen sogar. Oh, nein! Nein! No! Oh! Holy moly. Dieses Spiel zerstört Freundschaften, das kann ich euch sagen. Oh, nice. So? Moment mal, ich hab's gleich. Dauert ein paar Stunden. Aber ist nicht so schlimm. Jetzt komm. Mann, bitte! Mann, wieso will ich... Okay, stopp, stopp, stopp. Alles wird gut. Ja, genau, ist klar. Ja, dreh dich erstmal die Runde. Anstatt einfach da reinzugehen. Nein! Dabei warst du doch so knapp. Okay, welche Button sind für was? Okay, die Button sind für das. Okay, nice. Na los. Jetzt fehl da rein. Hallo? Geh doch da rein. Nice. Komm schon. Ah, ja, geh da rein. Bitte. Bitte, Brady. Jetzt tu mir den Gefallen und mach einfach, okay? Wir haben auch nicht ewig Zeit jetzt. Ja, es ist ein YouTube-Video. Es ist alles schön und gut. Du bist ein bisschen schüchtern. Ist doch... Ja! Wir wurden getoastet. 8%. Komm schon. Nein. Ich glaube sowieso, es ist zu spät, um jetzt 100 Punkte zu bekommen, weil wir halt schon ein bisschen dreckig sind. Naja, ein bisschen wäre gut, weil wir ein bisschen doch ein bisschen dreckig sind. Das verstehe ich nicht, wieso er nicht diese Scheiße grammen kann. Geht nicht. Er will es nicht grammen, ihr seht's. Ah, jetzt geht's. So, jetzt lasse ich RT los, das ist hier. Ja, genau, klappt super. Wie kommt man denn am besten rein? Was ist die beste Taktik? Was ist die beste Taktik? Er lässt einfach los. Nein! Oh, nicht da reinfallen. Das ist ein verdammtes Katzenklo. Oh Gott, hat diese Familie Tiere. Und vergammelte Brote. Da will ich auf jeden Fall nicht leben. Nein! Oh, Brady, bitte. Mann, du wirst stinken. Nein, rette dich. Oh, nicht schon wieder. Ich kann es nicht glauben, was hier gerade geschieht. Also ich, es ist nicht mal mit Absicht. Mann, komm schon. Wir können es doch schaffen. Diese Musik muss dich zum Glauben bringen. Das ist toll, lala. Nein, nicht runterfallen. Oh Gott, dieses Game. Jetzt flieg hoch. Flieg und sei... Mann, nicht das Flieg. Nach oben. Das kann ich aber wenigstens. Wieso sehe ich so eklig aus? Ich bin halb getoastet, halb marmeladenmäßig an dieser Seite. Voll eklig, Alter. Und ich sehe einfach... Nein, jetzt bin ich im Katzenklo. Fuck. Oh. Okay. Das war's. Für mich. Sorry, aber eigentlich habe ich das schon geschafft. Ich kann euch das zeigen. Naja, was habe ich geschafft? Immer mit einer 6 habe ich es geschafft, aber... Wenn man back to menu geht und dann hier auf play, dann sieht man, hier ist die Launch. Und die habe ich ja eigentlich schon geschafft. Nein, noch nicht. Ich meine, das habe ich schon geschafft. Da, wo F steht, habe ich schon geschafft. Und dann kommt, jetzt kommt die Launch. Das ist im Kinderzimmer, glaube ich. Und da muss man auch getoastet werden. Und ich habe gehört, dass man an dieses Fenster hier gehen muss, weil ich da nicht irgendwie weitergekommen bin. Und da bin ich gespannt einfach mal. Aber, nein, nicht gut. Wollt ihr mehr davon sehen? Bewertet das Video mit einem Daumen nach oben. Abonniere jetzt meinen Kanal, um deine Potenzfähigkeit zu bestätigen. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Tschüss! Wait a second. What's your name here in Xbox? Pethack? Pethack? Are you a hacker? Yeah, I think yes you are. I think I have to go to the police.